Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Denn heute mit diesem Video wird endlich unser Minecraft-Server für alle released. Und damit jeder, der vielleicht auch die Beta-Release-Streams nicht gesehen hat, weiß, was man alles auf dem Server so machen kann, gibt's hier einen kleinen Rundown durch unseren Server. Und falls nach dem Rundown immer noch Fragen offen sind, könnt ihr auf jeden Fall bei lunari.tv vorbeischauen, da gibt's nochmal einige Infos. Und ansonsten ist auch das Server-Team immer für euch da. Also, let's go und lasst uns den Server anschauen. So ihr Lieben, und um auf den Server zu joinen, braucht ihr eigentlich nur die Domain lunari.tv und schon kommt ihr drauf. Wenn ihr dann das erste Mal auf dem Server joint, spawnt ihr genau an dieser Stelle. Das ist unsere Lobby. Beziehungsweise gibt's da direkt eine kleine Besonderheit. Wir haben nämlich nicht nur eine Lobby, sondern zwei. Einfach um die ganze Serverlast der Lobby ein bisschen zu verteilen. Es kann also durchaus sein, dass du mit einem Freund gemeinsam joinst und ihr auf zwei verschiedene Lobbys geworfen wird. Aber keine Sorge, ihr könnt einfach auf der Navigationsbar links auf die Blume gehen. Das ist nämlich der Lobby-Selector. Hier seht ihr auch direkt nochmal, in welcher Lobby ihr euch befindet. Also ich bin gerade in Lobby 1. Falls die Leute, mit denen ihr chillen wollt, also auf Lobby 2 sind, klickt einfach hier easy auf Lobby 2 und schon seid ihr in exakt derselben Lobby wie eure Freunde. Eine Sache, die es bei uns in der Lobby direkt gibt, ist, dass die Jumps, die Sneaks und natürlich der weltbekannte Cookie-Klicker gezählt werden. Ich habe es bis jetzt erst auf 805 Klicks geschafft. Aber was wären solche Zahlen ohne ein Leaderboard? Deswegen gibt es direkt gegenüber vom Cookie-Klicker unsere Top-List. Sowohl von den Jumps, dem Cookie-Klicker und den Sneaks. Um direkt bei der Navigationsbar zu bleiben, gibt es ganz rechts auf eurem Kopf die Settings. Hier könnt ihr beispielsweise die Menüanimation ausmachen, die Lobby für euch von Tag auf Nacht stellen, die Sounds ausmachen, die Bossbar an- und ausmachen. Die sieht übrigens so aus, wenn sie aktiviert ist. Mache ich direkt mal wieder aus. Oder auch den Chat an- und ausmachen. Eine Besonderheit, die hier ist, dass ihr Double Jumps an- und ausmachen könnt. Das gilt aber nur für Subs auf Twitch und Members auf YouTube. Double Jumps sind natürlich nur in der Lobby available, denn wir wollen ja keinen unfairen Spielvorteil geben. Dann kommen wir auch schon zum letzten Item in der unteren Bar, dem Navigator. Mit der Blume in der Mitte gelangt ihr einfach zum Basic Spawn zurück, falls ihr euch mal verlaufen habt oder so. Außerdem findet ihr unten rechts auf dem Fairdraw eine kleine Aussichtsplattform. Hier könnt ihr ein bisschen die Aussicht auf die Lobby genießen. Und es lohnt sich hier auch definitiv mal ein bisschen zu erkunden, denn es sind die ein oder anderen Easter Eggs versteckt. Unten links im Navigator findet ihr dann noch die Screen Boxen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch relativ selbsterklärend. Hier können Creator mit dem Creator-Rang in die verschiedenen Boxen rein und ihr könnt mit ihnen Screenshots machen. Übrigens wird das auch angezeigt, wenn ein Creator in eine Screenbox geht, also falls ihr währenddessen online seid, bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Mit den oberen beiden Items vom Navigator kommt ihr entweder zum Freebuild oder zum PvP-Spawn. Ich würde sagen, wir starten mal beim Freebuild. Wenn ihr da draufklickt, spawnt ihr dann vor meinem Skin und da müsst ihr einfach einmal draufhauen. Wenn ihr das dann gemacht habt, landet ihr genau hier im Freebuild-Spawn. Hier seid ihr erstmal umzingelt von allerlei Hologrammen, also lest euch die gerne durch. Hier ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, dass jeder Spieler sich 4 Home-Teleport-Spots setzen kann, zusätzlich zu seinem Bett. Wo ihr die setzt, ist komplett euch überlassen. Wenn ihr dann aus dem Freebuild-Spawn rausgeht, gibt es auch noch einen Keller unten drunter. Und in diesem Keller findet ihr ein Enchantment-Table und eine Ender-Chest. Die sollen einfach ein bisschen am Anfang helfen, falls ihr noch kein Enchantment-Table habt. Aber wie genau kannst du jetzt auf dieser Map bauen? Und zum einen musst du erstmal eine gewisse Distanz vom Spawn wechseln. Und ob du weit genug weg bist, wird durch diese grüne Linie gekennzeichnet. Wenn du die übertrittst, kannst du endlich Blöcke abbauen, bauen und deine eigenen Grundstücke claimen. Und dein eigenes Grundstück claimst du mit der Goldschaufel. Die hast du direkt von Beginn an in deinem Inventar. Wenn du dir jetzt ein Grundstück claimen möchtest, suchst du dir eine Ecke aus und klickst sie mit der rechten Maustaste an. Da siehst du auch unten im Chat eine kleine Nachricht, dass das geklappt hat. Dann gehst du zu der gegenüberliegenden Ecke des Rechtecks oder Quadrats, was du dir claimen möchtest. Und klickst dort nochmal rechts. Und jetzt seht ihr schon die kleine Ecke, die sich gebildet hat. Die zeigt mir jetzt das Grundstück an, was jetzt mir gehört. Und auf diesem Grundstück könnt jetzt nur ihr bauen oder Leute, denen ihr die Rechte dazu gebt. Und wie viel Land könnt ihr euch jetzt maximal claimen? Ein normaler Spieler kann sich maximal 3x3 Chunks claimen. Diese 3x3 Chunks müssen auch nicht an einem Stück sein. Ihr könnt euch so viele verschiedene Flächen, wie ihr wollt, aussuchen. Es gibt natürlich eine gewisse Mindestgröße, also claimt euch jetzt nicht einen Block. Und um jetzt an die Materialien zu kommen, um auf eurer Fläche auch coole Sachen bauen zu können, braucht ihr den Command /farmworld. Hier könnt ihr euch dann zwischen der Overworld und dem Nether entscheiden. Das End ist aktuell noch nicht verfügbar. Wir gehen jetzt einfach mal beispielsweise in die Overworld. Hier seht ihr jetzt schon, dass definitiv schon etwas gefarmt wurde, aber hier könnt ihr jetzt alles abbauen, was ihr wollt. Hier gibt es keine Regeln. Hier ist übrigens auch PvP aktiviert, allerdings mit Keep Inventory. Wir wollen ja jetzt mal nicht so sein. Und wir bitten euch auch wirklich nur, hier eure Materialien herzuholen. Was ihr grundsätzlich im Freebuild auf eurem eigenen Grundstück macht, ist euch überlassen. Aber außerhalb von dem, lasst es bitte schön aussehen. Und genau wie in der Farmwelt auch, ist in der Freebuild-Welt auch PvP mit Keep Inventory aktiviert. Und um aus egal welcher Welt zurück zur Lobby zu kommen, könnt ihr /L/Lobby, also eigentlich alles, was irgendwie intuitiv ist, verwenden. Und damit gehen wir zurück zur Lobby. Um uns auch den aktuell letzten Teil des
des Navigators anzuschauen. Der PvP-Bereich. Für die PvP-Arena spawnt ihr vor Chris-Skin. Und auch ihn müsst ihr einmal hauen, um in den PvP-Bereich zu kommen. So sieht dann der PvP-Spawn aus. Wie euch die Hologramme schon verraten, spielen wir hier mit einem Kit-PvP. Mit /Kits in den Chat findet ihr alle Kits, die es aktuell gibt. Das Standard-Kit ist for free und kann für jeden von Beginnern gespielt werden. So, um zu fighten, müsst ihr euch erstmal in die Lobby runterdroppen lassen. Dann bekommt ihr auch eine kleine Benachrichtigung unten links im Chat, dass ihr jetzt kämpfen könnt. Ihr könnt euch auf der gesamten Map frei bewegen, aber alles gibt Damage. Also sowohl Fall-Damage als auch dieses kleine Feuer beispielsweise gibt Damage. Also ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, was ihr tut. Ihr habt auch unten rechts im Inventory noch ein bisschen was zu essen, um gegen zu healen. Ein kleiner Jump-and-Run-Teil hier darf natürlich auch nicht fehlen, aber an sich könnt ihr euch auf der gesamten Map frei bewegen. Wenn ihr euch jetzt aber bessere Kits leisten möchtet, braucht ihr Level. Gebt gerne mal Vorschläge in die Kommentare, wie wir diese umgedrehte L-Währung nennen sollen. Und die bekommt ihr durch Kills, denn pro Kill erhaltet ihr 15 umgedrehte Ls. Wirst du jedoch getötet, spawnst du wieder oben beim Spawn und verlierst dein Kit. Durch Hovern könnt ihr euch hier einfach anschauen, wie viel die einzelnen Kits kosten. Falls euch übrigens das Scoreboard auf der rechten Seite zu groß ist, könnt ihr das einfach in den Videoeinstellungen in der GUI Scale anpassen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit einer GUI Scale von 3 zurück ins Game gehe, seht ihr, dass das Overlay auf der rechten Seite direkt viel, viel kleiner ist. Also stellt es einfach ein, wie es für euch passt. Und das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Infos über den Minecraft Community Server von uns. Vielleicht noch ein paar Infos für die Zukunft. Der Server wird regelmäßig geupdatet werden. Wir planen aktuell Events. Und falls ihr irgendwelche Ideen oder Input habt für den Server, wird es im Discord einen Bereich dafür geben. Also schreibt gerne alles rein, worauf ihr so Lust habt. Da werden wir regelmäßig reinschauen und gucken, was wir alles umsetzen können. Und bevor ihr jetzt selber erkunden gehen könnt, möchte ich kurz noch ein paar Worte sagen. Vielen, vielen Dank an das ganze Team, die im Hintergrund seit Januar unfassbar viel daran gearbeitet haben, diesen Server so schnell wie möglich für euch, aber in trotzdem einer super guten Qualität online zu bringen. Vielen Dank an der Stelle vor allem an Aiden und Epopo. Aiden hat einfach technisch so unglaublich viele Sachen so schnell umgesetzt, das ist wirklich insane. Und Epopo hat einfach gesamte Meisterwerke in kürzester Zeit gebaut. Keine Ahnung, wie die beiden das hinbekommen haben, einfach meinen größten Respekt. Aber natürlich auch an alle anderen, bitte fühlt euch angesprochen. Aber jetzt will ich euch auch nicht weiter aufhalten, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken.